Einkaufen in Ungarn. Also, sagen wir es mal so, kurz und knapp, wer in Deutschland günstig einkauft und es auch noch in Ungarn versucht, weiterhin günstig einzukaufen, der wird überrascht sein, wie günstig es wirklich ist. 6 Semmeln, 3 Pudding, ein Krapfen und 200 Gramm Wurst vom Metzger, 230 Gramm sogar. Wen ganz knapp unter 1 Euro. Und insgesamt sind es 2,80 Euro. 2,80 Euro, also ich meine, 6 Semmeln wären wir in Deutschland schon, sagen wir mal, bei 20 Cent, wären 2, 4, 6, 8, 10, 12, wäre 1,20. 1,40, 1,60, 1,80. Der Krapfen, dann nochmal 1 Euro, wären 2,80 und dann kommt die Wurst hinzu. 200 Gramm. 230 Gramm. 1,80 plus, 2,80 plus hier. Ne? Kannst du dir vorstellen, das wäre in Deutschland nicht dabei für denselben Preis. Und hier habe ich einfach mal 200 Gramm Wurst noch dazu. Ich würde sagen, Ungarn ist günstig, wenn man aufpasst. Man muss halt wirklich gucken, dass man sich von dem Preis nicht täuschen lässt, weil es ist dann schon irritierend, wenn es dann heißt, zum Beispiel der Pudding kostet 129. Das, ne? Das, aber muss halt schauen. Die Wurst kostet 343, ist knapp unter 1 Euro. Ich rechne immer 350 grob im Kopf. Sprich, 350 ist 1, 700 ist 2, dann sind 1050 3, dann sind 1404, also 7, 14, 21, ne, wären dann 6 und so weiter. Also ich würde sagen, Ungarn ist günstig.